ein kurzer Gedanke. Ja, ich möchte Sie heute auch wieder mitnehmen in meine Gedankenwelt. Also wieder aus unserer Serie, nur ein kurzer Gedanke. Und diesmal ist dieser Gedanke geht von einer Arbeit aus, die ich im Grunde ständig tue. Wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Studien, die es sich lohnt, auch zu transferieren in die Praxis. Und das machen wir häufig in dieser Serie Lichtblicke beispielsweise. Und dazu, zu den Recherchen, dazu gehört immer, dass ich mich natürlich auf der Plattform von Cochrane an umschaue, was es dort an neuen Reviews gibt, also was es dort gibt, wo Leute, Fachleute versuchen, Studien zu einem Thema zusammenzufassen und dann zu schauen, inwieweit diese Studien aussagekräftig sind und auch inwieweit sie tatsächlich signifikante Ergebnisse haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich schaue natürlich im Besonderen nach nicht-pharmakologischen Therapieformen, nicht-pharmakologischen Interventionen. Dazu gehören Dinge wie die Aromatherapie, Musik, Tanzen. Es gibt aber auch noch viele, viele andere Dinge, die es dort gibt. Und Cochrane macht sich die Mühe, oder Wissenschaftler machen sich die Mühe, zu schauen nach bestimmten Kriterien. Ich verlinke auch nochmal die ganze Cochrane-Geschichte, weil es ist wirklich lohnenswert unter diesem Beitrag. Machen sich also diese Mühe, diese Studien sich anzuschauen, sich einmal im Einzelnen anzuschauen und dann der Versuch, sie zusammenzufassen, um auf diese Art und Weise zu fundierten Ergebnissen zu Therapien kommen. Und wenn man sich einmal die Studien anschaut zu Aromatherapien und diese Cochrane Reviews zur Aromatherapie, zum Tanzen, zur Musik und anderen, so kommt zumeist dabei heraus, dass es keine signifikanten Ergebnisse gibt oder teilweise auch keine Hinweise auf Wirksamkeit. Dass aber auch vor allen Dingen vielfach die Studienlage so schlecht ist, dass man keine eindeutigen Erkenntnisse daraus ziehen kann. Woran liegt das? Also wir haben eine schlechte Studienlage in vielen Sachen. Meistens sind es Einzelfallstudien, die Leute machen, oder sie machen Studien, wo sie aber beispielsweise die Teilnehmer nicht zufällig aussuchen, wo es keine Kontrollgruppe gibt und so weiter, sodass die Ergebnisse häufig sehr eingeschränkt sind. Ja, also wir haben dann 30 Studien, findet Cochrane dann. Und daraus können aber nur 3, 4 oder 5 genutzt werden. Und das hat natürlich wiederum etwas oder Auswirkungen auf die Ergebnisse. Dazu kommt noch, dass diese Studien häufig einfach auch so unterschiedliche Outcome-Kriterien haben. Also wonach bemesse ich beispielsweise, ob eine Aromatherapie wirkt? Ja, bemesse ich die nach der Wachheit desjenigen, die danach ist? Bemesse ich die daran, das gibt es auch solche Studien, inwieweit die beispielsweise positiven Einfluss auf die Einnahme von Psychopharmaka, dass sie vielleicht weniger Psychopharmaka brauchen? Es gibt Studien, wo man nachschaut, ob es dadurch eine Verbesserung kognitiver Fähigkeiten gibt und. Also insofern sind diese Studien schwer zu kumulieren häufig und zusammenzufassen. Und natürlich, wenn ich bei einer Aromatherapie schaue, also und ich versuche Lebensqualität, ob ich die Lebensqualität dabei befördere, dann muss ich natürlich schauen, mit welchem Instrument schaue ich nach. Und wenn ich dann mehrere Studien nehme, die aber mit unterschiedlichen Instrumenten, weil es ja in diesem Bereich nicht wirklich den Goldstandard gibt, weil der ja wiederum abhängig davon ist, in welchem Stadium der Demenz ist einer und, dann wird es sehr, sehr schwierig. Also was bedeutet das? Wir haben über die schlechte Studienlage gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass viele Studien einfach auch schlecht gemacht sind. Das muss man einfach sagen. Mein Gedanke dazu, und dazu komme ich jetzt, ist, vielleicht ist der Ansatz ein falscher. Und zwar sowohl in der Praxis als auch in der Therapie. Wir versuchen, verschiedene Therapieformen in ihrer Wirksamkeit nachzuweisen. Also wir versuchen nachzuweisen, dass eine bestimmte Form der Musiktherapie in besonderem Maße hilft, dass eine bestimmte Form der Beratung in einem besonderen Maße hilft, dass eine bestimmte Form der Aromatherapie in einem besonderen Maße hilft. Nur dadurch kann ich auch vielleicht eine Vergleichbarkeit zwischen Studien herstellen. Aber was ist denn, jetzt mal ein ganz ketzerischer Gedanke, was ist denn, wenn die eigentliche Therapie das Dasein ist? Es gab vor vielen, vielen Jahren zum Thema Snuseln, und um das ist es ja sehr still geworden, eine Doktorarbeit einer Niederländerin, Frau van Wert, die festgestellt hat, dass das Snuseln eigentlich nicht hilft, aber dass da jemand dabei sitzt, mal 10, 20 Minuten, und sich nur um diese Person kümmert und sie begleitet, dass das wahrscheinlich die Wirksamkeit beeinflusst. Und vielleicht müssen wir viel, viel mehr
so wie es heute Fortschritte in der sogenannten personalisierten Medizin gibt, eine personalisierte Form der Intervention und der Betreuung auch von Menschen mit Demenz haben. Was heißt das? Wenn ich sage, das, was wirklich wirksam sein könnte, ist das Dasein, ja, dass jemand begleitet wird, dass jemand sich nur auf ihn konzentriert und bei ihm ist. Aber das macht man nicht einfach so. Und das kann man unter anderem machen, indem man mit demjenigen musiziert oder mit ihm Musik hört, indem man Aromatherapie macht oder andere Dinge. Das heißt also, dass der Kern ist das Dasein, das authentische Dasein, ja, so wie wir es auch in der personenzentrierten Betreuung und Pflege beschreiben. Aber die Hilfsmittel können bestimmte Therapieformen sein. Und insofern personalisiert, meine ich, einfach aus dem Grund, indem ich weiß, also mir, glaube ich, würde eine Aromatherapie aus heutiger Sicht nicht helfen. Ja, mir würde aber helfen, Musik zu hören. Anderen geht es vielleicht umgekehrt. Das heißt, ich muss genau nachschauen, darüber haben wir auch schon vor 20 oder 30 Jahren gesprochen, was die Vorlieben eines Menschen sind, bevor er demenzkrank war. Und nicht zu vergessen, diese Vorlieben können sich auch in der Demenz ändern. Also Dinge auszuprobieren. Damit meine ich, bestimmte Therapieformen nicht wie eine Gießkanne über alle zu schütten, die eine Demenz haben. Das heißt, es geht weniger darum, und das wäre auch meine Aufforderung an Leute, die Studien zu diesem Thema machen, und das ist auch eine Studie, die ich selbst gerne machen würde, ist zu schauen, inwieweit das personalisierte Dasein, also das Dasein mit der Idee, was für jemanden bei dem Dasein gut sein könnte, die eigentliche Therapieform ist. Also das Dasein als Basis einer nicht-pharmakologischen Therapie. Das wäre die, darüber mache ich mir gerade Gedanken, weil ich glaube wirklich, wenn wir versuchen, diese Intervention in der gleichen Art und Weise in ihrer Wirksamkeit nachzuweisen, wie wir das bei Medikamenten richtigerweise tun, müssen wir hier schauen, ob die Konstrukte unserer Studie, so wie wir die Studien anlegen, eigentlich wirklich richtig sind. Ich verstehe, dass diese Gedanken vielleicht Ängste auslösen können bei Menschen, die Angst haben und sagen, aber ich bin doch Musiktherapeut. Und die braucht es auch. Und es braucht die Ergotherapeuten. Die braucht es ganz, ganz dringend in all den Einrichtungen und im Zuhause der Menschen. Denn man macht nicht einfach so mal Musik oder Musiktherapie. Musiktherapie ist etwas anderes als das bloße gemeinsame Musik hören. Aber wir brauchen Musiktherapeuten, Ergotherapeuten und so weiter als Berater für viele Pflegende und so weiter, wie man an sowas am besten rangeht und wie man damit umgeht. Also keine Sorge, aber ich glaube, wir brauchen eine personalisierte Therapie auf der Basis des Daseins. Daseins, Dabeiseins, authentischen, einem authentischen Miteinander. Das wäre meine Idee. Und dann glaube ich, wenn wir das können, wir, glaube ich, sehr gut in Studien belegen. Was meinen Sie dazu? Das war ein kurzer Gedanke von mir. Nur ein kurzer Gedanke.